Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon mal gefragt, Mensch, wie binde ich eigentlich eine ordentliche Krawatte? Es gibt ja viele Anlässe, wo man die tragen kann, auf Hochzeiten, auf Schulbällen. Man kann auch auf der Con damit rumlaufen, wenn man seinem Harry Potter Cos unterwegs ist. Oder eben auch für Dates. Ich habe gehört, der Valentinstag steht vor der Tür. Deswegen zeigen wir euch heute mal ein paar einfache und relativ praktische Krawattenknoten. Und die präsentieren wir euch natürlich mit einer wunderschönen Harry Potter Krawatte von Madame Markins. Der erste Knoten ist der Vorhand, der ist relativ einfach. Ihr achtet einfach darauf, dass der breite Teil der Krawatte länger hängt als der kurze Teil bzw. der schmale Teil. Dann nehmt ihr den breiten Teil, legt ihn einmal hier rum, bindet eine Runde nochmal um das schmale End. Dann nehmt ihr den breiten Part und zieht ihn von hinten durch die Schlaufe, zieht es einmal fest und korrigiert nochmal und schon ist der Vorhand-Knoten fertig. Für den doppelten Windsor-Knoten nehmt ihr wieder die breite Seite der Krawatte, die wieder länger hängt als die schmale, geht hier einmal um den schmalen Part rum, zieht sie von hinten durch die Mitte, dann noch einmal ganz herumwickeln, damit diese neue Schlaufe entsteht und dann zieht ihr sie wiederum von hinten durch die Mitte, durch die Schlaufe, die wir uns eben vorbereitet haben und so schnell ist auch der doppelte Windsor-Knoten geschafft. Für die Zauberer unter uns, die trotzdem keine Lust haben, diese Knoten selber zu binden, reicht natürlich auch ein einfacher Zauber. Jetzt, wo ihr ganz edel und seriös eure Krawatte gebunden habt, könnt ihr natürlich dann direkt zur Festivität gehen, ob es nun eben der Schulball, die Hochzeit oder eben euer Date ist und ich mache mich dann auch mal auf die Socken.